the power of the dark side. Scheiß Sniper, geht mir das auf den Keks, so verdammt die Kacke! Ich bin nicht der Schleichtyp! Also dann sind da viel zu viele Sniper, wie soll ich denn das machen? Sofort zur Basis zurückkehren! Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren! Wie soll man das machen? Bleibt mal nur Idee. Das ist der super Bad Ring. Weil der macht sofort K.O. Wo steckst du, Batman? Ne? Der macht sofort K.O. Es ist die blöde Fledermaus. Wir sehen uns bald. Bis dann! Wo steckst du, Batman? Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Es ist halt echt Wahnsinn, wie viele das sind. Krass. Krieg ich dich? Nein, ich krieg dich nicht. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt. Und du kommst nicht einmal! So, bis jetzt läuft's gut. Der hat uns entdeckt. Und der hat uns auch entdeckt. Oh Gott, nein. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt? Ich meine, sie darf schon ein bisschen mitalieren. Ich bin die große Bla-Bla-Bla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? Wow! Oh! Alter! Aufstehen, Batman! Hey, du siehst gar nicht gut aus. Mann! Leute, ich weiß nicht, wie ich die ausschalten soll. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Wir gehen einfach mal andersrum vor. Ich komme jetzt einfach mal von der Seite.
Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt und du kommst nicht einmal. Dann müssen die leiser ausschalten. Schön ändern um Anna. Leise Ernennung an der Hose. Dann geht's. Deine Herzensdame wartet, Batman. Wie krieg ich denn? Ohne. Aber war ja gelaufen, oder? Ja, der lauft. So, jetzt darf er uns nicht sehen. Und hepp. So. Wo ist der Nächste? Wo steckst du, Batman? Da vorne ist einer. Aber viel wichtiger ist der da eben. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, ja, weil der scheiß Sniper aufgestellt hast, du blöder Clown. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt? Ich meine, sie darf schon ein bisschen mitleben. Ich bin die große Blablabla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? Hoppla, wir nehmen mich jetzt im Schritt. Wir sehen uns bald. Bis dann! Hä, hab ich denn nicht gleich ganz am Anfang ausgeschaltet? Spawne die Nei? Boah, das wär jetzt übel heftig. Wo steckst du, Batman? Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Das ist die große Premierennacht, Batman. Wurdest du aufgehalten? Schwing deinen süßen kleinen Hintern ins Kino. Sofort! Okay, Batman, du kannst mich hören, oder? Es ist so, du scheinst nicht ins Kino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durchliest. Wo steckst du, Batman? Ich komm, Moment. Ja, ich will nur noch zwei Sniper, die muss ich erst mal ausschalten. This is Batman!
So! Immer durch die Vordertür. Geil. Beeil dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich reden? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Talia, nein! What the fuck? Problem gelöst. Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Überraschung! Oh, Mr. J, du siehst toll aus. Klingeling. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums, erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen, Batman. Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo, weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher sei doch so nett und gib mir mein Heilmittel. Oh Gott, wer ist denn das? Nur heute Abend, als Vertretung von meiner Wenigkeit. Ein Mann, der einen verdammt guten Job macht, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface. Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal. Na, kennen wir denn den Bösewicht aus der Serie von Pro7 damals? Der letzte Akt beginnt. War eigentlich von der ersten Folge. Na komm schon! Wow, leck mich! Eigentlich ist er ja recht einfach. Einfach ein bisschen konzentrieren mit seiner Attacke. Und dann geht's eigentlich. Und dann genau gucken, was der Gegner macht. Noch einmal. Steh weg. Nicht einfach so rum. Ja.
Darfst du denn überhaupt mit Messern spielen, Bats? Was zum Teufel treibst du da, Bats? Natürlich darf ich das. Wow. Was machst du da? Oh, Batman ist voller Schlamm, guck mal. Oh! Wie kann ich einen Dämmer umweichen? Wie soll ich dem ausweichen? Nein, nicht das schon wieder. Ich kann dem nicht ausweichen. Das ist voll unfair. Du sollst Batman umlegen. Hast du das schon vergessen? Komm, hopp, lass mich. Jawohl, raus mit. Und jetzt wieder ran da. Schlick, 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 schlick. Oh, 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 oh. Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, das ist gemein. Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? What? Hui, das war knapp. Ach, guck mal, wo wir sind. Nee, nee, jetzt ist der schon wieder da. Bei den Blackouts every other night.